Schaffe mir Recht, Gott, und führe meine Sache. So lautet die Bitte aus dem 43. Psalm, die dem heutigen Sonntag den Namen gibt. Schaffe mir Recht. Wie oft wird diese Bitte wohl im Laufe der Geschichte schon ausgesprochen worden sein? Und vielleicht ist es in diesen Tagen deine Bitte. Warum das alles? Warum gerade ich? Warum habe ich keine Hilfe und keine Unterstützung? Gott, schaffe mir Recht. Diese Tage der Passionszeit, die richten unsere Blicke darauf, wie Gott diese Frage beantwortet hat. Er hat seinen Sohn in diese Welt geschickt, um ein ganz neues Rechtsverhältnis zwischen sich und uns zu schaffen. Wie das geschehen ist, davon berichten die Passionsgeschichten in der Bibel, wie sie Matthäus, Markus, Lukas und Johannes erzählen, wie sie Johann Sebastian Bach und andere vertont haben. Und davon berichtet auch das Lied, das wir eben gesungen haben. Ursprünglich hat dieses Lied von Sebald Heiden, dem Nürnberger Kantor und Lehrer, Zeitgenossen Martin Luthers und Albrecht Dürers, 23 Strophen. Es war einst wohl eine Hausandacht zur Passionszeit. Nur die erste und die letzte Strophe finden sich noch in unseren Gesangbüchern. Und da haben wir gesungen, O Mensch, bewein dein Sünde groß. Ja, die Sünde, die Absonderung von Gott ist es, die das Chaos in diese Welt bringt. Und vielleicht hat man eben doch auch in diesen Tagen etwas Zeit zum Nachdenken. Ja, wir sind an vielen Stellen weit von der Quelle unseres Lebens, von Gott entfernt. Es ist an vielen Stellen nur um mehr Geld, mehr Spaß, mehr Macht gegangen. Und diese Absonderung von Gott, sie führt eben auf Dauer ganz sicher hin zum Tod. Nicht nur in dieser Welt, sondern auch hin zum ewigen Tod. Und deshalb Christus in dieser Welt, deshalb Christus am Kreuz. Er ist an unsere Seite getreten, um ein neues Rechtsverhältnis zwischen Gott und uns Menschen zu schaffen. Und deshalb diese Aufforderung an dich und an mich, o Mensch, bewein dein Sünde groß. Schau auf das, was verkehrt gegangen ist zwischen dir und Gott, zwischen dir und Menschen, und leg es Christus hin. Lass dir es schenken, mit ihm neu anzufangen, ganz neu, ganz unbelastet. Und du wirst merken, wie dir das gut tut, wie du Schritt für Schritt neu ins Morgen gehen kannst. Ja, vielleicht ist diese Zeit von Corona auch eine Chance zum Innehalten, zum Nachdenken. Ja, wenn sie das wäre, dann könnte sie, so schlimm sie ist, auch zu einer Zeit des Segens werden. Eine Zeit, wo Menschen neu bedenken, was Gott ihnen schenkt in dieser Welt, was Gott mit ihnen vorhat.
Lasst uns beten. Herr, wir danken dir für diesen Tag, den du uns heute schenkst, für den Sonnenschein der letzten Tage, für die Ahnung von Frühling. Wir danken dir, dass wir die Natur wunderbar erleben dürfen, aber doch sind wir auch betroffen von dem, was wir aus den Nachrichten aus unserem Umfeld hören, sei bei den Menschen, die dadurch ganz besonders getroffen sind, hier bei uns in Deutschland, aber auch in Italien, in Indien, in den USA, wo auch immer sie sind. Ja, schenke uns deinen Schutz, deine Bewahrung, deine Hilfe. Lass dich immer wieder ganz besonders auch bitten für die Ärzte und Krankenschwestern, für die Menschen, die Entscheidungen zu treffen haben. Schenke deine Bewahrung auch all denen, die für uns unterwegs sind, zu unserer Hilfe, zu unserem Schutz. Lass du diese Zeit bald vorübergehen und schenke, dass sie auch ein Umdenken bewirkt, ein Nachdenken über das, was wirklich trägt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden.